erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Play it safe, begib dich zum Bazar in Japantown. 66 Meter ist das nur. Da gehen wir jetzt mal hin, starten die nächste... Nein, Quatsch, Straße. Ich wollte gerade sagen, starten die nächste Nebenmission, aber nö. Aufzug rufen. Wen interessiert's? Die Parade fängt gleich an. Ja, okay. Das sieht echt toll aus. Wie? Gerade rechtzeitig. Naja, nicht springen, es gibt immer noch Hoffnung. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Doch. Ich habe auch alle Starten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger, du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye bye, Liebe. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Mhm. Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, oder nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Irre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht.
bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Pass auf dich auf, Goro. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Okay, neutralisiere die Scharfschützen, erreiche den ersten Scharfschützen. Ulame. Er wird gar nichts merken. Feindlicher Bereich. Das ist kein Zufall. Wow, da wäre ich fast reingelatscht. Goro, ich habe den Näheren erledigt. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Der Arasaka. Der Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Doch erhebt sich sein über den Dächern. Er ist hochmächtig und beständig. Mich alle kreuzweise! Bist du bescheuert? Hab ihn drauf umgebracht und hätte seine Leiche einfach nicht aus. Leiche? Keine Entschuldigung. Balkon? Nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir beide zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Norm. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen Scheißjob. Verstanden. Rufe Restort. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde. Scheiße, ich muss noch einen hören, glaube ich. Wenn ich was Neues weiß. Ja, fahren wir mal noch einen höher. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Okay. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Alle Fraktionen haben Leute am Boden. Nein, ich glaube nicht. Es ist alles da. Technische Fertigkeit benutzen. 12 von 20. Ich glaube, da komme ich nicht rein so schnell. Mal gucken, vielleicht gibt es hier ja so ein
Rückweg, nö. Hier aus. Ne, nach oben irgendwie rein auch nicht. Ach hier, Leiter hoch. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Fuck! Wow. Ich wäre fast gestürzt. Sei vorsichtig. Du darfst nicht auffallen. Nicht auffallen, ist witzig. Okay. Habe ich doch gesagt. Schweige, nicht Gott. Das ist der Klang einer gelöschten Pflanze. Saburo Arasaka am Blick in den... Herr, an wem musst du runterkommen? Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Shit. Falle stellen. Der Arasaka Tower bröckelt. Und doch er hält sein Schicksal nach wie vor über den Dächern der Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein Vater einem ähnlich feigen Gewaltmann zum Opfer. Die Tat richtete sich gegen seine Welt, die wir alle teilen. Und so wird Night City bezeugen, dass sich die Arasaka Corporation stärker denn je aus der Asche erhebt. So wie vor 50 Jahren. Es geschieht. Es hat sich. Wow, ouch. Komm ich hier rein? Nein. Da auch nicht. Hier rüber. Einer gelöschten Flamme. Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Saburo Arasaka am 3. März 1942. Mach mal einen Ping. Einen Monat nachdem sein Kampfjet über der Insel Guadalcanal. Arasaka, Pilot der 3. Schwadron mit dem Rang Hauptfeldwebel. Gründer und CEO des größten und besten Abwehrunternehmens der Geschichte. Soldat, Industrieller, mein Vater. Diese Worte sind nicht für seine Freunde, Familie oder Geschäftspartner. Es ist kein Zufall, dass es in dieser Stadt ausspricht. Denn vor 50 Jahren... Wow, wow, wow. Noch ein paar Meter und du hast ihn. War es nicht. Ein feiger Terror, ja. Den 4000 Menschen das Leben kostet. Alle
Scheiße, Mann. Der Arasaka Tower bröckelt. Und doch. Doch erhebt sich sein Spitze nach wie vor über den Dächern dieser Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Kriegt man das hier auf? Ja. Wie mein Vater einen ähnlichen Zeichen gewann, zu opfern. Die Tat richtete sich gegen seine Werte. Diese Allscheibe. Ja, ein Glück bin ich nicht durchs Fenster reingeklettert. Ich hätte sofort geknallt hier. Es geschieht. Es hat bereits begonnen. Hörst du? Denn wir werden... Verstanden, verstanden. Schweigen. Gerne das Gebet. Schweigen ist nicht Gold. Es ist... Wie heißt das so schön? Ziel erledigt. Das hört man gern. Minenexplosiv. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Okay, gehe ich gleich gucken. 55 BD 55. Lesen. Ich will das Gespräch. Nicolas und Huberto. Ist er bei dir vorbeigekommen? Wer? Ist er also nicht, sonst wüsstest du, wovon ich rede. Was meinst du denn? Nicht was. Wen? Dieser verdammte Ninja. Keine Ahnung, wo die den aufgetrieben haben. Aber im Ernst, der guckt dich einmal an und du machst dir vor Angst in die Hose. Ist der mit der Prinzessin hier? Ach, sieht aus wie ein Bodyguard. Er kam vorbei und hat hier irgendwas abgelegt, Ausrüstung oder so, vor ca. 15 Minuten oder so. Ich zitter immer noch so, noch total. Im Ernst, sei vorsichtig bei dem Typen. Okay. Wow, direkt die nächste fucking Mine. Ich glaube, ich werde hier nochmal zwischenspeichern. Yep, weiter geht's. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner in Nightmare ihr wahres Gesicht. Kann man einen Ping machen? Nein. Der 4000 Menschen, das Leben, alle Angestellte der Arasaka Corporation. Markiert. Halt sie ab! Und doch. Er ist mächtiger und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein Vater einem ähnlichen eigenen Gewalt. Scheiße. Die Tat richtete sich gegen alles. Willst du verarschen oder was? Hast du mich denn gesehen? Komm raus! Und die Hände da, wo ich sie sehen kann! Wow, wer bist du denn, Alter? Cyberpsychose. Schweigen.
Das Ding geht jetzt amok laufen, glaube ich. Ein C, ein C, ein C, okay. Ich fange mal an mit BD. 1 C, 1 C, 1 C, BD 55. Kaburo Arasaka am 3. März 1942 in einem Gefangenenhaus. Einen Monat nachdem sein Kampfjet über der Insel Guadalcanal abgeschossen. Kaburo Arasaka, Pilot der 3. Squadron im Rang. Wo bist du? Nein, nicht so hoch. Kann ich hier nicht irgendwas pingen? Geht's auch nicht rein? Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Auf dein Grab. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Ich geh schon. Okay, wo lang, wo lang, wo lang? Ich glaube, hier durch sieht ganz gut aus. Ne, ich muss ja gleich darüber, ne? Ich schau hier mal eben rein. Auch wieder ganz viele Minen. Na komm, lass mich ranzoomen. In den 30. Weiß nicht, ob ich hier noch richtig bin. Scheiße. Hallo. Wo bist du? Ah, also doch, guck mal hier, sieht gut aus. Über den, ne? Ich muss hier einen runter, okay. Schatz, auf der Fußgängerbrücke. Ist das da? Ping. Ah, guck mal hier. Mach mal alles zu. Wenn ich da nämlich rüber muss, und hier unten sind die Gegner. Ich glaube, die schießen auf mich. Ich bin mir nicht sicher. Na komm schon. Das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt's noch. Das war der Scharfschütze. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen.
Sie verstrickt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Was mit seinem Kopf? Wenn das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. Ich geh schon. Jetzt muss ich schnell sein. Sehr cool. Beine, Eingeweide, Oberkörper, ohne Kopf. Abscannen. Ja, guck mal hier, kann ich einen Kaffee trinken? Nee, ne? Aber das da könnte ich trinken. Wieder das Gespräch. Mallory und Vicky. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenigstens ist es warm. Es stinkt nur echt widerlich. Oh, das ist nicht toll, Vicky. Ich würde dich ja bei mir schlafen lassen, aber wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir keine ehemaligen Mitarbeiter kontaktieren dürfen. Und überall sind Kameras mit Gesichtserkennung. Ich weiß schon, okay. Keine Sorge, das wird schon. Ich suche mir einen neuen Job und dann bin ich bald wieder auf den Beinen. Das würde ich dir echt wünschen. Wir drücken dir alle die Daumen. Sorry, ich muss los. Ich glaube, da kommt jemand. Okay. Meld dich, wenn du kannst. Vicky? Vicky! Hm, da ist noch eine zweite Mine, Alter. Wäre fast schief gegangen. Da ist noch eine dritte Mine. Guck mal, wäre ich hier rüber gegangen, hätte ich da irgendwie entlang und hier rüber müssen oder so. Ich weiß es nicht genau. Okay. Der Linken. Um 50. 7a. 50 ein C. Gut, dann wollen wir mal. Netrunner. Okay, ich glaube, hier ist gerade ein bisschen ruhig. Das speichere ich nochmal. Wieder runter zum Balkon. Erreiche den Netrunner. Hier beim Balkon muss ja eigentlich funktionieren und hinten rüber, ne? Oder ich gehe drinnen rum. Scheiße. Nicht gut. Ist gerade echt schlecht jetzt hier in dem Moment. Kameras. Schauen wir uns hier erstmal um, bevor ich hier weitergehe. Da sitzt so jemand. Ach, Asaka Netrunner.
Ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.